So, wir rufen jetzt die Datei auf. Lamai 1. So, wir sind jetzt auch an dem Ort. Ich bringe jetzt die Drohne in die Luft. In etwa dahin, wo der Punkt 1 ist. Ich muss schon sagen, ich bin etwas nervös. Okay. Und jetzt lassen wir das Ganze ablaufen. Den Pausenknopf immer zur Hand. Wir schalten jetzt um auf das Live-Bild der Kamera. Also den Neigungswinkel, den kann man jetzt einstellen. Auch den Schwenk. Ich musste jetzt, normalerweise wäre das Point of Interest automatisch. Ich gehe mal was in den Schatten. Ich sehe jetzt sowieso nicht mehr viel. Ja, wieso mache ich sowas? Ich habe bisher irgendwo 4 oder 5 Wegpoints abgeflogen, weil mich das interessiert hat. Point of Interest, die nimmt er also nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich mache jetzt einen Rückflug. Dokumentarfilme von Samui mache und ich möchte gerne den gleichen Weg nochmal in 2 Jahren abfliegen, um zu sehen, welche Änderungen hier stattgefunden haben. Ansonsten bin ich alles von Hand geflogen. Es macht auch mehr Spaß. Da kam noch dazu, dass die letzten Tage sehr schlechtes Wetter hier gewesen sind und ist. Und man will eben halt was tun. Und ja, man könnte das eben halt am Bildschirm verfolgen. So, jetzt konzentrieren wir uns mal darauf, wo ist er jetzt? Er fliegt jetzt den 3. Wegpunkt an. Ich kann auch die Geschwindigkeit erhöhen, habe ich mal. So, jetzt gebe ich mal ein bisschen. Na, da kann ich also jetzt nichts dran machen. Er fliegt den jetzt also schön ab. Ja, zu meinen Filmen, wie ich das mache. Ich mache immer einen Überflug und einen Flug direkt an der Beach, und das schneide ich dann so zurecht, dass es, finde ich, für die Leute, die da zuschauen, interessant ist. Was natürlich doof ist, wir haben ja hier Linksverkehr und dann fahren die Fahrzeuge auf der rechten Seite, aber das sollte das kleinere Problem sein. So, jetzt versuche ich nochmal die Geschwindigkeit aufzunehmen, jetzt bleibe ich stehen. Also okay, jetzt kann ich, wenn ich den Knüppel nach vorne bewege, dann fliegt die Drohne schneller. So, wir sind jetzt bei 25 Stundenkilometer. Das ist eine schöne Geschwindigkeit. Ja, bisher gefällt mir das ganz gut. Nur, dass er das mit den Wegpoints nicht nimmt, dann muss ich mal anschließend nachsehen, ob ich da was Falsches eingegeben habe. Wird wohl sein. Auf dem kleinen Display kann ich nicht genau sehen, wo ich mich befinde. Okay, wir gehen jetzt in den Seitenflug.
weiß in etwa, wo das ist. Das Bild unten ist auch okay. Ja, sieht gut aus. Flugzeit, wir haben noch 16 Minuten. Wir sind in 51 Meter Höhe und wir werden jetzt gleich runterkommen. Das ist ziemlich schnell. So, ich werde jetzt den Gashebel auch wegnehmen. Und wir sind jetzt in 10 Meter Höhe, weit genug von den Büschen entfernt. Im Rückwärtsflug ist, muss man auch den Hebel nach vorne tun, habe ich da eben festgestellt. So, jetzt nehmen wir die Kurve mit. Ja, die muss ich einlenken. Also den Kopter an sich drehe ich. Da komme ich, okay, an dem Baum komme ich wohl vorbei. Wir können hier ein bisschen Gas geben. Jetzt weiß ich also etwa so mit 12 bis 15 Stundenkilometer kann ich das Ganze abfliegen. Bin Gott sei Dank weit genug weg von allem. Hier werden die Hochzeiten gefeiert auf dem Ponton. Wir gehen auch wieder höher an die Beach an. Ist schon ein komisches Gefühl, wenn er alleine so große Strecken fliegt. Aber ich habe immer den linken Daumen auch auf die Pausentaste. Weil ja aber eine Palme, die vielleicht nicht im Satellitenbild drin ist, wie diese hier, Probleme macht. Und dann würde ich dann schnell die Stopptaste drücken. So. Ganz weit hinten, da sehen wir auch schon den Startpunkt. Ich erhöhe jetzt mal auf 20 Stundenkilometer. Doof ist, dass man wirklich keine Palme ausweichen kann. Man sieht auch keine relative Höhe zum Boden wie bei der App von DJI. Es ist nur die Höhe von meinem Startpunkt. So, da müssen wir jetzt auch noch dran vorbei an diese Palme. Ich müsste sie eigentlich schon sehen. Nein, ist noch zu weit weg. So. Ja, da unten sehe ich jetzt auch, jetzt kann man sich langsam auf die einzelnen Bilder konzentrieren. Ich sehe jetzt unten rechts meine Drohne. Das ist die rote, die Litschi. So, die zwei Personen. Okay, ich kann die da schon sehen. Damit hat man eine Orientierung, wo sie sich, ich meine, ich höre sie auch schon. Und dann müsste sie normalerweise raus aufs Meer fliegen. Wir haben hier eine Höhe von 9 Meter. Also bis jetzt ist alles super. Alles super geklappt. Nur eben halt, da sehe ich meine Drohne. Ich war schon viel zu hoch am Gucken, 9 Meter ist sie hoch. So, jetzt müssen sie nochmal ansteigen. Ja, das macht sie auch.
Hier sehen wir den Fischerhafen. Wir haben also auf Samui noch traditionellen Fischfang. Nicht mit großen Booten, sondern mit so kleinen Fischerbooten. Und ich stehe fast in der Mitte. Ja, kann man vielleicht sehen. Da stehe ich. So. Okay, dass die Point of Interest nicht anfixiert wurden, war jetzt natürlich ein bisschen dumm gelaufen. Aber das Nachführen klappt auch ganz gut. Jetzt habe ich sie verloren. Und auch mein Bild, die Übertragung. Sie kommt zurück, da hinten sehe ich sie. Ich mache jetzt gleich auch mal den Not aus, ob das dann auch klappt. So, Not aus drücke ich. Und sie bleibt sofort stehen. Okay, jetzt kann ich sie von Hand zu mir holen. Ich habe also volle Kontrolle. 10 Flugminuten haben wir noch. Ja, sie ist wieder zurückgekommen. Es hat also funktioniert, was wir also ausprobiert haben in der Theorie am PC in Google Earth. Wurde hier soweit umgesetzt, was ich wahrscheinlich falsch gemacht habe, dass ich den Point of Interest, dass das also, das wurde ja nicht gemacht und da muss ich irgendwo einen Klick vergessen haben. So, ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr bekommt den Mut, auch mal was zu machen, vor allen Dingen für Dinge, die man später nochmal abfliegen will. Zum Beispiel Baustellen oder das Haus wird gebaut, zum Beispiel von verschiedenen Positionen, sich das anzusehen und daraus einen schönen Film zu machen. Auf Wiedersehen von Koh Samui. Tschüss. Aufnahme gestartet. Kontrolle durch Benutzer.